Karte gesehen. Das sind die Reiseviren, die ich seit Wochen inkorporiert habe. Die kommen jetzt so langsam raus. So richtig raus gehen die, das weiß ich aus Erfahrung, wenn man lange und weit weg feiert. Und das haben wir jetzt vor. Legen einen Stopp ein, wo unser Exciting Verwandtschaft hat. Nebenan finden wir ein Outlet Center. Und da gehen wir jetzt mal hin. Was wir da gekauft haben, bleibt aber unser Geheimnis. Vom EKZ fährt ein Shuttlebus nach Wertheim. Den nehmen wir dann mal. Am Main gibt's Schiffsverkehr. Wir bummeln in die Altstadt und finden verwinkelte Gassen und windschiefe Häuschen. Rund um den Marktplatz sehen wir schöne Fachwerkhäuser. Immerhin liegt Wertheim an der Deutschen Fachwerkstraße, eine der vielen deutschen Ferienrouten. Hier fließen Tauber und Main zusammen. Das Wahrzeichen der Stadt thront über der historischen Altstadt. Und die lockt uns doch sehr. Die Burg Wertheim ist eine der schönsten und größten Burgruinen Deutschlands. Die Burg Wertheim wurde 1183 erstmals urkundlich erwähnt. Eindrucksvoll ist der herrliche Ausblick über die Altstadt mit der Flusslandschaft von Main und Tauber. Das Wahrzeichen der Stadt Wertheim zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen zwischen Spessart und Odenwald.
Na, habe ich euch zu viel versprochen? Ich habe doch gesagt, der Sonne entgegen. Heute ist ja erst der erste Tag, an dem wir so wirklich unterwegs sind. Aber ich habe auch für die kommenden Tage, für die kommende Zeit, Sonne bestellt. Mal sehen, ob das da oben angekommen ist. Uns fällt ein Insekt auf. Blau schillern seine Flügel im Sonnenlicht. Es ist die blaue Mauerbiene. Eigentlich lebt sie in Südeuropa. Ob sie ein Vorbote der Erderwärmung ist? Wir laufen noch einige Meter durch Wertheim und nehmen alsbald wieder den Bus zurück zum Wohnwagen. Eine weitere deutsche Ferienstraße ist die Romantische Straße. Ihr folgen wir jetzt durch das Taubertal bis Weikersheim. Hier wird es nur ein kurzer Stopp, obwohl die Stadt einiges zu bieten hat. Im Taubertal wird Wein angebaut. Von einer anderen Reise her kennen wir auch einen Winzer. Hier werden die Vorräte aufgefrischt. Wir reisen weiter. Unser nächster Halt ist in Kreglingen. Unbedingt sollte man hier die Herrgottskirche besuchen. Sie birgt einen ganz besonderen Schatz. Es ist eines der bekanntesten Werke von Tilman Riemenschneider. Der Marienaltar steht mitten im Schiff der Herrgottskirche und ist der Jungfrau Maria gewidmet. Der Altar ist mehr als 9 Meter hoch und fast 4 Meter breit. Vieles spricht dafür, dass Riemenschneider ihn um 1505 bis 1508 geschaffen hat. Der Schrein wurde aus Föhrenholz geschnitzt. Die Figuren bestehen aus dem weicheren Lindenholz. Uns fasziniert der Reichtum an Details. Riemenschneider soll sich selbst mit verewigt haben. Die sitzende Figur. In der Kirche finden wir eine Freske von St. Christophorus, dem Schutzpatron der Reisenden. Zu ihm schicken wir ein Stoßgebet und machen uns auf den letzten Abschnitt des heutigen Tages. Wir gelangen nach Dinkelsbühl. Die Stadt hat einen wunderschönen Altstadtkern. Uns gefallen die bunten Häuser. Obwohl jedes Haus eine andere Grundfarbe trägt, wirkt der Gesamteindruck doch sehr stimmig. Wir wandern durch die Gassen und irgendwann überredet uns die Sonne der Nacht
zu unserem Zuhause auf einer Achse zurückzukommen. Unsere Reise geht weiter. Im schönsten Sonnenschein. Natürlich legen wir auch wieder einen Stopp ein. Landsberg am Lech ist die Zwischenetappe. Die Stadt am Fluss, zerteilt durch den Lech. Wir benutzen die Brücke und gelangen in das alte Landsberg. Das größte Highlight ist definitiv die Altstadt mit den vielen bunten Häusern und den verwinkelten Gassen. Wir kamen uns ein bisschen wie in Italien vor. Fehlt nur noch die Mama, die mit Kochhaube und dem Nudelholz aus dem Fenster schaut. Aber schaut selbst, wir nehmen euch auf unserem Rundgang mit. Nach einer natürlich alkoholfreien Stärkung geht's dann weiter zum Schlusspunkt des Tages. Wir fahren zu unserem Lieblingscampingplatz am Forgensee. Heute Morgen ist alles eitel Sonnenschein. Das lässt natürlich auch die Ballöhne aufsteigen. Und Schloss Neuschwanstein wirkt noch verschlafen. Aber über dem Tegelberg scheint schon die Sonne. Also los! Die Tegelbergbahn bringt uns hinauf. Und immer wieder schön, den Gleitschirmflieger zuzusehen. Da werden wieder Wünsche wach.
Wir machen es uns gemütlich und genießen die Ammergauer Alpen. Schloss Neuschwanstein lassen wir links liegen. Auch Hohenschwangau bleibt außen vor. Uns zieht es heute an den Alpsee. Eine Wanderung in klarer Alpenluft im schönsten Sonnenschein. Kann ein Tag schöner sein? Wir lassen uns nieder und können Dompfaff und Kohlmeise beobachten. Dann gehen wir doch zum Schloss Hohenschwangau. Der Schlossgarten ist eintrittfrei. Und hier bekommen wir ein besonderes Schauspiel geboten. Eine tagaktive Fledermaus zieht ihre Bahnen über uns und unsere Blicke wie gebannt auf sich. Eine Herausforderung für den Filmer. Wir genießen eine Weile die Anblicke des schönen Voralpenlandes und machen uns auf die Socken. Vorzelt abbauen. Sabine kommt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal und aktiviere das Klingelchen. So wirst du benachrichtigt, wenn etwas Neues auf dem Kanal passiert. Man sieht sich. Europa ist ja nicht so groß.